Michael! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und wir sind jetzt hier gerade beim Probenwochenende angekommen. Yeah! Und wir werden hier empfangen von Steffi. Es ist neblig und kalt und dunkel. Adams Family Atmosphäre hier. Wir sind hier in der Jugendherberge in Uelzen. Oh, hier waren wir auch schon Uelzen, hier waren wir schon mal. Bei Cats waren wir? Bei Cats. Also wir waren hier auch vor allem bei Joseph. Nee, bei Waschsalon. Und dann bin ich hier nackt durch den Flur gelaufen, weil mein Zimmerkamerad mich ausgesperrt hat nach der Dusche. Und da musste ich mit dem Handtuch bekleiden. Oh, hallo. Hi. Ich werde hier... egal. So. Hier wird schon geprobt, aber ich muss erstmal essen. Das hier ist das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Schade, dass du das nicht gefilmt hast, gerade wie ich es gegessen habe. Ich kann es doch mal simulieren. Gerne. Oh nein, ich esse es wirklich. Warum esse ich das denn nochmal? Du wirst es überleben. Meinst du? Ich bin mir da ehrlich zu sagen, ja. Also so stelle ich mir einen Schwamm vor, den man isst. Ich bin verliebt. So, ein neuer Morgen, ein neuer Tag für die Probe. Oh, hier, das ist Silvis morgendlicher. Sind ihre Pantoffeln? Ja, so laufe ich immer rum. Ja, damit musst du Tango tanzen, ne? Ja, Tango tanzen geht alleine so schlecht, ne? Wenn der Morgen zeigt dein wahres Gesicht, sag die Wahrheit, dann kann ich dich. Und wenn ich Blähungen habe, könnte man damit die Windmühlen eines alten holländischen Gemäldes in Schwung bringen. Eisig kalten! Ihr seid vollkommen irre! Ihr habt ein Haus, wo kein Haus sein sollte! Wir lieben uns. Und wir werden heiraten. Was? So, jetzt wird in allen Räumen was anderes geprobt. Wollen wir doch mal in alle Räume reinschauen. Der erste Vorsitzende der Musical Company ist angekommen. Dann mache ich jetzt einen Rundgang. Dann mach mal einen Rundgang. Viel Spaß. Dich. Jawohl, da soll's hin. Ich glaube, er zwirbelt sich eine durchgehende Augenbraue. Das sind die Fettsuits für die Puxleys. Mit Bauch. Bitte was? So, oh. Ja, okay, Leute, warum? Bitte, nur für eine Minute. Oh, Entschuldigung. Hä? Ich stehe unter großem Stress, okay? Meine Schwester hat eine Identitätskrise. Wieso denkt ihr, vielleicht solltet ihr zwei euch eine... Ah, eine Piratenlady. Ah, ich brauche noch meine Armbrust. Natürlich, brauchst du dazu eine Armbrust. Ist doch klar. Ja, ist doch völlig logisch. Wirklich? Ist doch völlig... Pass auf, wo du hinziehst. Also. Total normal. Wie, du willst da durchschießen? Hey, geil! Hab ich mit meinen Knien gefangen. Dreh dich um. Warum? Dreh dich sofort um. Du hast ja tolle Ideen. Warte. Die war. Au! Ey! Warte, ist noch nicht fertig! Wie noch nicht fertig? Was denn noch nicht fertig? Willst du noch einen Mund zu dem Smiley machen, den du mir gerade auf den Hinter geschossen hast, oder? So, jetzt ist gut. Versuch da durchzuschießen. Wie durchzuschießen? Richtig durch. Er hat ihn noch nicht mal berührt. Ja, und? So, liebe Kinder zu Hause, wir möchten noch kurz anmerken, dass man natürlich nicht auf Leute schießt mit irgendwelchen Sachen. Wir haben das natürlich vorher abgesprochen, außerdem nicht ins Gesicht und nicht an den Kopf. Eigentlich müsste man sich jetzt einmal so draufwerfen. Ja klar, ich habe vorhin mit Großmutter gesprochen. Sie hat gesagt... Oh, hör nicht auf diese uralte Frau. Na Gott, dass es mir besser geht. Thank you.
Was will ich machen, wenn sie mich nicht mehr sitzen lässt auf den heißen schon voller in die Summe. Das ist fürs voller Tanzmänner. Nächsten Stück. Vielleicht. Und war doch gar nicht schlimm, oder? Siehst du. Lasse, lasse. Yeah. Guten Morgen. Wo warst du? Sind wir alle in diesem kleinen Raum? Auch die Band? Das bedeutet, dass ich filme. Das bedeutet, ist jetzt das Probenwochenende vorbei? Das Probenwochenende ist vorbei. Nein. Hinter uns eine große Anti-Begrüßungsarie, also eine De-Begrüßungsarie, ja, also eine Verabschiedungsarie. Wir beide sind gerade erst angekommen und haben jetzt noch die ganze Nacht. Ja. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt zu den Aufführungen im März. Wow. Und es gibt Karten ab dem 3. Dezember, startet der Vorverkauf. Das bedeutet, vielleicht ist er ja schon gestartet, wenn ihr das Video nach dem 3. Dezember guckt. Kauft euch die Karten auf www.musicalcompany.net und sichert euch auf jeden Fall Plätze, bevor sie wieder alle sind. Ne? Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Rock'n'Roll! Wow.